Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wolfenstein 2 The New Colossus und das am 29.12.2021. Ich dachte mir so, nach Crysis 2 Remaster habe ich mir überlegt, dass wir die Reihe fortfahren. Ich habe mir das Spiel im Store für 8 Euro gekauft. Es war echt eigentlich sehr billig, gut im Angebot bis zum 01.01.22. Und ich kenne das Spiel nicht, ich spiel's blind. Ich kenne es null und ich habe auch den ersten Teil schon Let's Played von der Reihe. Kann ich euch auch einen Link in die Beschreibung packen, könnt ihr auch da nochmal vorbeischauen. War auch ein sehr gutes Story-Spiel. Und das hier ist ein ganz normaler Eco-Shooter, aufgebaut auf die, sag ich mal, auf das 19. Jahrhundert, wo William Blaskowitsch ja halt auch überhaupt bekannt wurde als, ich glaube als, keine Ahnung, als hier Mittelsmann für bestimmte Zwecke. Und ja, ich habe diesen Teil noch nie gespielt. Es gibt auch noch Wolfenstein Youngblood, das weiß ich. Aber wir wollen jetzt erstmal diesen Teil spielen. Und wenn wir den fertig haben, gibt es danach Crysis 3 von mir. Dass ihr das schon mal wisst. Ansonsten, wem das Let's Play gefällt, kann gerne vorbeischauen, einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo als Unterstützung und seine Meinung. Bevor wir aber beginnen, Optionen. Steuerung. Horizontal, okay. Ja, das können wir lassen. Sound. Kino, Gesamtlautstärke, Musik, Sprache. Grafik. Ne, ist perfekt. Ja, das wollte ich haben. Ja, perfekt. So, dann gibt es hier noch Extras, wo ich nicht weiß, was es ist. Keine Ahnung. Da gibt es einmal Gold, Sammelkarten, anscheinend Copcat Art, maximale Spielzeuge, Todeskarten, Schallplatten. Alles klar. Statistik gibt es hier für Level abgeschlossen, dies und das. Okay, verstehe. So. Ich halte jetzt die Fresse, genieß den Vorspann. Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Hey, Hündchen! Halt! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist er, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Kümmert sich gut um mich. 1960. Die USA kapitulierten vor 12 Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Engel. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind sie? DJ Blaskowitz. Carolina, Sie leben. Wenn man in den Sack scheißen Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Seth Roth, laut offiziellem Register wurde er festgenommen und in das Lager Cello gebracht. Sie sind Seth Roth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Seth Roth? Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Regime-Technologie. Ich werde sie retten. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blaskowitsch. Pass auf da draußen. Niemand verlässt meinen Lager. Max, halt! Oh, ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird.
Die Dati-Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Dati-Shoot ist allem, was sie jemals gesehen haben, um viele Jahrhunderte voraus. Willkommen zurück in Berlin, Blaskowitsch. Ihre alte Freundin Frau Engel befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt! Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes! Dringen, so schnell es geht, in die Basis ein! Fegen Sie Totenkopf vom Erdboden. Totenkopf hätte den Mann schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain! Wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Rum. Feuer frei. Ja, da haben wir jetzt den Einblick bekommen, was zuvor in The New Order passiert ist. Leute. Mein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so weh getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Waage. So stur, Captain Blaskowitsch. Gute Eigenschaft, Mike. Anja, was ist? Nicht hier zurück. Scheiße, da sind seine Eingeweide. Halt sie drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Los, jetzt anheben. Ein Segen, vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Umgeben von Freunden, die mich lieben. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Warte, wir sind raus! Feuer! Ja, Madam! Er verblutet! Schneller! Maxus! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht! Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Warte, eine Trage in die Hangarbucht sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Scheiße, sind draußen bestimmt über 35 Grad. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde! Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte! Bleiben Sie bei uns, Blaskowitsch. Kämpfen Sie! Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder! Wir brauchen einen Blutspender! Schnell! Leute, wir brauchen dringend Blut! Hört ihr! Alle zur Krankenstation! Na los, beeilt euch! Ja! Ich brauche Licht! Bleib da, still jetzt. Er kommt. Sophia, ist er da drin? Weißt du? Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung. Er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat.
Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Versteckst dich im Schrank. Dein Anblick macht mich krank. Schaff das! Immer her damit, du kleiner Feigling! Werfen will gelernt sein! Du gottverdammter Vater, ey! Bums! Mehr hast du nicht drauf? Du bist so verdammt schwach! Die Hacken auf dir rum, die zerbrechen, lassen dich Dreck fressen! Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es sehen kann. Shh. Ruhig atmen, Blazkowicz. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenaukreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite. Wenn wir zuschlagen. Und, fühlst du die Tritte? Bessie! Happy! Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselst so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Genau so. Und jetzt? Schieß. Schieß! Du kleiner. Was für ein grausamer Vater, ey. Total grausam. Werden wir so gefoltert, dann schlägt er seine eigene Mutter. Und er muss alles mit ansehen. Das ist halt die Vergangenheit von William Blazkowicz. Was, wenn ich es nicht mache? Ich schieße.
bitte, fand alles gut. Ich muss das ja machen, das tut mir so leid. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Ich mach dich kalt!